Yo! Alter, mit diesem geilen Feuerwerk von dir natürlich organisiert, Bro. Na klar, kein Problem. Würde ich sagen, willkommen zurück hier zu Daisy, 19 Uhr, da kommen auch schon die ganzen Zombies angerannt. Natürlich. Bro. Natürlich hier vom ganzen Airfield, wie das eben so ist, wenn wir schießen. Und die Gegner werden ignoriert. Genau, wollte ich gerade sagen, ja. Heute ist, by the way, Dienstag, Leute. Willkommen hier zurück zum Dienstag. Zum Dienstag, 19 Uhr, oder was? Zum Dienstagstags, Alter. Ja. Nice. Wahrscheinlich Dienstag, 19 Uhr an Daisy. In diesem Sinne, Bro. Ja, was machen wir heute eigentlich? Wir gucken uns hier noch ein bisschen am Airfield rum. Genau. Und genau. Ja, haben wir ja leider den Sniper verloren das letzte Mal. Genau, wir sind nämlich wieder hier, wo wir aufgehört haben, letzte Folge. Und ich weiß nicht, wir haben vorhin schon Schüsse gehört, aber irgendwie ist hier tote Hose, ne? Tote Hose, ne? Wir versuchen ja schon die Leute ein bisschen zu provozieren, aber es bringt ja alles nichts, ne? Aber wir bleiben standhaft, Bro, und melden uns zurück, glaube ich, wenn hier mal wieder was passiert. Auf jeden Fall, Bro. Nice. Perfekt. Da rennt jemand. Wo? Vor uns direkt, vor uns im Gebäude. Jemand ist gesprungen, ne? 3, 2, 1. Ja, natürlich. Der rennt um unser Gebäude direkt rum. Der umkreist das gerade. Beim Flugzeug gerade. Soll ich schießen oder? Im Flugzeug? Soll ich schießen? Nein. Nee? Lass ihn leben. Der hat einen 360 gemacht. What? Der hat einen 360 gemacht gerade. Oh, wo siehst du den? Der ist jetzt da, wo du den letzten Typen mal erschossen hast. Ach, da, ja, die Zombies. Siehst du ihn gesehen? Ja. Der hat einen 360 gemacht. Lass runter. Der muss friendly sein, Mann. Hello? Das müssen wir regeln. What's up, man? What's up, buddy? Hello, man. Excuse me, please. Make a little break here. If you want, you can come in, man. Do you want to come in? I'm new on dangerous. This game. Yeah, no problem. We are friendly. Yeah, come in, my friend. Daniel? Oh. Oh, hi. Oh. Luzi. Ah, ja, ach so. Ach, Leute hier. Ja, komm, Rinder in die gute Stube. Komm, Rinder in die gute Stube. Ab unten, oder? Wir holen dich ab, Geleitschutz. Ja. Wir sind jetzt oh, hä? Wow! Mensch, Daniel! Jojojo, sorry. Es geht. Oh, nice, cooler Poncho. Alter, ja. Hab ich mir nicht vom Trader gegönnt, obwohl ich da den Server-Sale von dir gehört habe, dass es den das ganz günstig gibt, aber das war der Beste von den anderen. Zeig doch mal ruhig da draußen. Ach, die sind das so laut, die sind Zombies so laut, diese scheiß Zombies. Ne? Ja. Halt doch mal die Backen, wir unterhalten uns hier! Und wieso wären das nicht weniger? Jo, mit der Pumpgun reingewumpst, ey. Meine Güte. Ja, cool. Aber cool, dass du den 360 gemacht hast. Ganz ehrlich, cool, dass du den 360 gemacht hast. Ja, das ist das, weil jeder, der 360 macht, ist friendly, oder nicht? Ist echt so, ja. Es ist so. Ja, wirklich, daran haben wir dich erkannt und wussten, jo, der ist friendly auf jeden Fall. Darum haben wir nicht geschossen gerade, wirklich. Hier kommt einer hoch. Den. Ist dead. Habt ihr ihn? Er ist ein. Oh. Verbind dich, mein Guter, verbind dich. Du musst dich auch verbinden. Ja. Shit, hab ich nicht aufgenommen. Ja, ist nichts Spektakuläres als Treppe hoch. Man hat schon wieder die Knöpfe nicht gefunden. Hallo? Hallo? Ja, gut, einer wollte gerade hochkommen, Bro. Ihr habt ihn einfach mal umgeschossen, denn. Ja, guck mal. Der wirkte nicht so friendly, ne? Er hätte geschossen auf ihn. Ja, das geht natürlich nicht. Ich muss ihn doch beschützen. Ich guck mal. Lauft ihr? Ja, okay. Ich guck mal, was der Gute hier hat. Hello? Den ein oder anderen Rubel kann man sagen, Bro. Friendly? Weiß ich, da gibt's noch ein Trommelmerk für dich. Ja, ich weiß, hab ich schon gesehen. Hab mal ein bisschen Essen eingepackt, den Rest kannst du haben. Nice. Ich brauch nichts. Alter, ey, auf einmal schießt da jemand im Treppenhaus. Ich dachte, was ist jetzt wieder nicht in Ordnung? Und dann kommt jetzt wieder nicht in Ordnung, dann kommt der Typ, ne? Da wieder hoch, ne? Und ich habe wieder ein Viertel Leben weg. Ich weiß es nicht, ob da. Hast du nur zwei gesehen? Was hast du gesehen? Ich habe nur einen gesehen, der stand auf einmal neben mir. Und da war ich noch gebückt, da habe ich erstmal die Tastatur gesucht, um mal aufzustehen. Ach so. Und der hat direkt auf dich geschossen, oder? Ja, direkt auf mich geschossen. Ja, okay, dann ist er gerechtfertigt, oder? Ja. Sollen okay. Wir schießen? Ich weiß nicht, wo sind wir? Richtung Hangar Norden, glaube ich, okay? Ja. Jemand von euch eine K101. Siehst du sie? Noch nicht. Da ganz weit hinten. Ja, 3, 2, 1, schießen. Bist du sicher, dass du schießen willst?
Ja. Aber was ist, wenn das Freunde sind? Weiß ich nicht. Naja, dann kommen die halt her und dann reden wir. Dann klären wir das halt. Oh, das leckt gerade übelst. Die Porten bei mir richtig, ne? Ich kann mit der Sniper noch nicht so gut umgehen. Okay, die sind jetzt hinterm Tower, hinterm Alten. Alles klar. So, wir beide die Posi wechseln, hä? Macht gar keinen Sinn gerade. Nee, ne? Du gehst an meine Posi, ich an deine. Ich sehe die leider nicht mehr. Weil uns hat jemand schon geschrieben, dass die in der Nähe sind. Ich habe halt Angst, dass die das sind, ne? Weiß ich nicht, aber der eine aimt jetzt hierher. Okay, dann ist es natürlich jetzt ein offenes. Die sind, einer war gerade oben im Tower, pass auf. Also im alten Tower. Ach ja, okay. Ne, jetzt ist einer nach rechts, also vom Tower nach rechts abgehauen. Im Teasy-Gebäude ist auch jemand, pass auf, pass auf, pass auf. Teasy-Gebäude? Teasy-Gebäude ist eine andere Gruppe noch, ja. Wo, oben, unten? Oben, linkes Fenster. Sound eigentlich. Linkes Fenster neben diesen ganz kleinen Fenstern, was du meinst? Ich sehe einen, ja. Knapp verfehlt. Ich darf nicht zu lange gucken, hier bist ein Schiss, ne? Ja. ich kann auch nicht gucken, Alter. Ich muss einfach. Es reizt mich so sehr. Hey, pass auf, es sind überall Sniper. Du bist an der Schusslinie. Der hat den schon zurück. Oh. Der aus dem Teasy schießt, ne? Aus dem Teasy war das? Ich glaub schon, okay. Ja. Der schießt auf die anderen beiden wahrscheinlich. Die sind nicht zusammen, also. Okay, das heißt, zwei Parteien sind hier? Zwei Parteien sind hier, definitiv, ja. Zombies laufen irgendwo hin. Ich sehe gerade nicht, wohin. Wahrscheinlich Teasy. Oh, Baby, der hat mich voll erwischt. Wo war der? Teasy-Gebäude. Ist da noch einer? Ich hab nur einen gesehen. Falscher Knopf. Wahrscheinlich falscher Knopf, oder? Okay, aber wo ist der zweite? Also ich sag's ganz ehrlich, wenn jetzt hier einer hochrutscht und der redet nicht, dann müssen wir schießen. Also reden ist schon Pflicht, denke ich. Reden, Redepflicht hier auf jeden Fall. No mic, no life. Ganz alte Regel. Ja, nee, es kann ja nicht sein, dass wir alle hochlassen, so auf gut Glück. Oh mein Gott. Auf gut Glück und dann schießen die einfach. Weißt du, was ich meine? Nee. Okay, alles klar. Perfekt. Doch, natürlich weiß ich, was du meinst, Bro, Dan. Alter, Bro, du bist noch nicht da, ne? Hello? Hello? What's up, buddy? Wow. Ich glaube, hier ist einer drin, Bro. Oh, ich hab nur eine Mosi, ne? Oh fuck, hab ihn getroffen. Nice. Aber es war nicht der, den ich meinte. Egal, den killst du trotzdem. Achso. Oh fuck. Oh nee, nee. Oh. Sorry? I'm fresh spawn, alles gut. Ja, please, leave the building, sorry. Yeah, no problem, dude, I'm away. Wait, have you got any bandages? I've got no. Yeah, I see you. Bandage you, okay. Yeah, it's okay. Yeah. Sorry for the shot, I've got no bandages, can I get one? Yeah, take it. Sorry for the shot, mate, but, yeah. Nah, I completely understand, dude. You can't be too careful on the airfield. Yeah, sorry for the shoot, okay? Yeah, nah, it's all good, dude. You scared me. See you later, dude. Watch out, here's a fucking bandit. Where is he? I don't know. I was here earlier on. I got shot from a building just across the way. That was him, I think. By the gas station. Yeah, okay. He's been camping in that building. But careful over that way. Yeah, okay, mate. Good luck, man. No problem, dude. Seid ihr da zu zweit? Nein. Euer Klumpe kommt hier hoch, Bro. Scheiße. Ja, da kommt hier rein. Scheiße, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, halt ihn auf. Mit einer Mosin? Ja. Ich habe noch keine Sicht leider auf den Tower. Komm, go. Ich höre ihn, er macht die Türen auf. Gleich schießt er die Tür auf wahrscheinlich.
Ich hab Sicht auf den Tower. Der ist drin. Aber ich kann nicht snipen oder so. Er schießt die Tür auf. Shit. Ich hab nur ein PU. Versuch mal rüber zu gucken, was ich irgendwie sehe. Ich hab einen. Kill Dylan. Das war aber nicht er. Nein, das war nicht er. Und ein Zombie. Oben, oben, oben. Oh fuck. Ey, kann ich schießen? Wer bist du? Wer bist du? Yo, yo, yo. Ich bin blau gekleidet. Ich renn gerade raus. Oh, Bro, Mann. In welche Richtung? Ich renn runter. Richtung Hangare? Oh, dieses Game rennen. Nee, ich bin immer noch im Haus drin. Zombies vor der Tür, ganz viele. Geh doch auf, du verdammte Tür! Pass auf, da sind super viele Zombies unten. Bist du... Oh, das ist ein Zombie. Bist du auf dem Dach? Nein, das ist er. Ich hab's sein Mate... Scheiße. Warte. So, Leute. Bist du auch ready? Ja, auf der... Ja, ich bin auch ready hier. Okay, nice, Bro. Ja. Kleines ein Update. Ein trauriges... Ja, doch schon. Trauriges Update. Und zwar, ja, wir wurden ja gerade gekillt. Du warst ja dann nochmal hier, Bro. Mhm, ich bin jetzt auch wieder da. Wir haben uns zumindest eine Karabiner und eine Mosin gesnackt. Jeweils mit PU-Scope und ein bisschen Muni. Und müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir da die Base wieder einnehmen, oder? Ja. Leider wurden wir zu einem ungünstigen Zeitpunkt angegriffen. Und dementsprechend sind wir jetzt wieder so equipped, ne? Ja, aber das kriegen wir hin. Das regeln wir. Ja, klar. Machen wir. Perfekt. Ja, kleines Update hier. Wir sind jetzt in Tower gepusht, weil wir vermuten, dass sie nicht mehr hier drin sind. Wir haben Schüsse von weiter weg gehört. Genau. Und mit unseren Waffen ist das ja doch die bessere Posi eigentlich. Wir haben noch von Leichen haben noch ein paar Waffen snacken können irgendwie. Du eine MP5 und ich eine UMP. Safe, erster Raum. Muni ist ein bisschen begrenzt, aber wenn es hier zum Fight kommt, reicht das schon. Ja, zweiter Raum ist auch safe. So, hier oben waren die halt. Bist du oben? Ich bin da dir. Ich mach zu. Ja. Hier wurden die ganzen. Hier ist eine Weapon Cleaning Kit, by the way. Ich hab so eine AP-15 oder so. Okay, oh, ich bin safe. Was heißt denn safe? Okay, oben ist keiner mehr drin. Nice. Okay, dann haben wir erstmal den Loot hier. Okay, dann können wir mal. Hier ist auch das Hunting Scope wieder. Oh, hier ist noch super viel Stuff. Alter, okay, Bro, nice. Also, ich habe jetzt einen 60er Mac mit dieser AR-15. Das ist erstmal ganz nice. Die ist auch noch pristine. Unglaublich. Ja, lass noch alles also mitnehmen, was hier geil ist. Was die für ein Leben haben, ja, dass sie sowas liegen lassen. Ja, die sind randvoll halt. Die haben schon 20 Leute getötet. Oh, ja. Ich nehm alles mit, Digga. Ist mir scheißegal. Wahrscheinlich, Digga. Okay. Ja, cool. Wir spotten hier noch ein bisschen und gucken, wo die Leute sind. Oh, hier das Nachtsichtscope haben sie auch liegen lassen. Und versuchen, krass, die mal ein bisschen zu holen, hoffe ich. Einer rennt übers Feld. Achtung, nicht in meinem Schussfeld, bitte. Hat einen Hit. Nice. Oh, du stehst genau in meinem... Bist du noch? Da, oh, Bro, ich hab dich gekillt, Alter. Ah, der Baum, ich glaub's nicht. Schieß oder nicht? Warte, ich schieß. Mach. Hit? Nee, doch kein Hit. Sah nur so aus. Okay, ist aus dem Blickfeld. Okay, lass hoch. Vielleicht haben wir oben noch ein Fenster. Also ein Hit hat er schon geschluckt. Nice. Weißt du, wo er hin ist? Richtung Hang. Wow! Ich wurde getroffen. Okay, Entdeckung. Lass hoch, geh schnell. Ja, schnell nach oben. Alter, was ist hier schon wieder los, Jungs? Oh mein Gott. Verbinde dich bitte. Fall nicht hoch. Oh Gott, ich muss mich dreimal. Kannst du mich einmal verbinden? Ja, warte, ich mach Tür zu. Das geht so schnell mit dem Blut, ne? Ja, das Update hat's richtig kaputt gemacht, leider. Ja. Wahrscheinlich kaputt. Alter, hier Notverband. Zu zweit, dass ich hier die umkippe, ey. Meine Güte. Hat geklappt? Das Game. Ja. Im Hangar drin oder außerhalb? Im Hangar drin. Aha. Ah, das ist auch eine Base? Oder? Nee, ist keine Base. Ah, er aimt hier hoch, ja, ich seh's. Shit. Der aimt hier hoch, Bro. Ich weiß. Okay, das wird ein bisschen. Ich wollen uns, glaube ich. Ich dachte, ich könnte uns durch diesen Schlitz oder so. Aber wir haben den Vorteil, dass wir hier mehrere Fenster haben. Scheiße. Hast du geschossen? Ja. Daniel in der ATC. Was will er von dir? Yes, oh nein, nur getroffen. Oh, das sind noch mehrere, Bro. Das ist nicht der einzige. Was denn? Das sind noch mehrere, das war nicht der einzige, ne?
So, kleines Update. Hier ist nichts mehr los am Airfield. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, renn, renn, renn. Oh shit. Du bist ich pack rum, ich pack rum, ich porte rum. Schaffst du die Tür zu machen? Welche Tür? Die hier. Nein, ich hab dich eingesperrt. Ah! Oh, komm, komm her, komm. Ich lass uns abhauen jetzt. Lass uns aber. Hier lang. Wo ist Sturm? Hinter mir bestimmt. Ja, ist er hinter mir? Ja. Sturm ist bei dabei noch dazugestoßen, Leute, für alle, die es bei mir nicht mitbekommen haben, denn meine Waffe hat immer wieder rumgebuggt. Du bist echt ein Fuchs. Okay, let's go. Auf jeden Fall. Ja, Leute. Alles klar, nice, Bro. Da haben wir auch mal die Richtung geklärt, wo wir jetzt hin müssen. Richtung Süden, das ist hier entlang. Genau, und natürlich, um eine Challenge natürlich rauszumachen, wir haben noch zwei Gags für euch vorbereitet. Ja, schnell, bevor wir rüber sind. Willst du anfangen, ja. Soll ich? Ja, und zwar habe ich hier einen Kommentar von Erwin R. Ich schaue eure Videos in der Schule sogar, das ist dann wahrscheinlich Fachhochschulreife. Yeah! Geil, Mann! Hier auf dem Server kann man natürlich klatschen, denn man drückt mal auf die Autorun-Taste und hat dann beide Hände frei. Das ist vollkommen richtig, ich mache auch mal die Autorun-Taste rein und habe hier einen Gag natürlich am Start. Ne? Hashtag Gag, nice. Hashtag DC. Sagt ein Magnet zum anderen, ich finde dich ganz schön anziehen, sagt der andere. Andererseits finde ich dich ganz schön abstoßend. Oh mein Gott. API 1, Grüße an dich für diesen nicen Magneten-Gag. Ja, der war richtig gut. Aber ich würde sagen, cool, um das Niveau noch ein bisschen zu senken, Bro, habe ich hier noch einen von B. Baumi. Der Name, das fängt natürlich schon mal gut an hier. Grüße gehen raus an Baumi. Wie heißt der Bruder von Helmut? Dunkelmut? Nee, Dunkelangst. Ernsthaft? Das ist wieder dein Niveau, ne? Es ist ernsthaft Dunkelangst? Dunkelangst, ja. Oh mein Gott. Findest du lustig? Ich find's so einen Schwachsinn lustig, ja. Nice, perfekt, Digga. Wahrscheinlich, Digga. Okay, Bro. Yeah. Wir haben was Geiles. Ich hab 200 Meter noch, Bro. Ja. Ich guck schon mal ein bisschen. Ich sehe schon den Eingang. Und zwar haben wir eine Base vorhin entdeckt. Beim Spawnen, da ist irgendwie ein Baum umgefallen, dann bin ich da hingegangen und die ist tatsächlich offen und da ist mega viel Stuff drin. Ja, und das Geile ist, du hattest, oh! Was? Schüsse? Nee, ist so ein roter Typ gewesen. Das Geile ist, du hast noch einen erschossen da drin. So ist es. Also ihr habt euch getradet und wir sind jetzt beide im Sprint, Alter, sind wir jetzt reingerannt. Wahrscheinlich im Sprint. Bin und drin. Versuchen die Base einzunehmen, ich bin auch gleich drin, 80 Meter, Mann. Komm, wo ist los? Oh, wo ist eine Waffe? PPSKN? Alles klar, hab die Waffe in der Hand. Komm rein. Zelte sind safe, ich bin drin. Police, oder? Ja, und Police und jetzt die Straße gegenüber rein. Ach so, lol. Ja, ganz so einfach ist das nicht, Bro. Okay, bin am roten Backstein. Du siehst einen Eingang und links daneben ist so ein Turm, ja? Dass man da hochkommt quasi. Ja. Richtig? Okay, dann geh mal rechts. Yo, Bro, hallo? Ja. Ja? Bro? Ja. Hier lang. Hier ist ein Schlitz, Mann, ich seh dich. Hier kannst du rein. LOL! Teil springen. Genau. Ja, oder ist die Leiche? Jetzt kannst du hier reinkriechen. Woo, Baby, sick, Mann! Oder? Base Raid! Base Raid! Base Raid, ey. Oh mein Gott, gib mal die Hose hier. Ist das dein Inventar hier? Das bin nicht ich. Das ist der Kollege, der hier reinkam. Oh, pass auf, hier liegt eine Bärenfalle. Die ist aber schon zu. Was haben wir hier noch? Okay, oh, Base Raid. Ja, siehst du da hinten schon stehen? Ja, oder? Oh, was? Never, Junge. Oh mein Gott. Doch. Das ist im Grunde alles uns jetzt. Oh. Wir sind reich. Wieso habe ich eine Pistole gekauft, ich Opfer? Keine Ahnung. Ja gut, das wussten wir natürlich vorher nicht. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was hier wertvoll ist, was man mal mitnehmen kann. Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Was sich zum Beispiel lohnt, ist diese PPSKN. Die ist ganz nice eigentlich, die hat so ein Holo-Visier drauf. Und das ein oder andere mehr natürlich. Ich bin echt sprachlos gerade, Mann. Ja, ne? Also das ist schon eine Hausnummer, was wir hier gefunden haben. Wo kommt einer rein? Da lugt einer rein. Hello, hey buddy. Hey, what's up? Oh. Siehst du? Nice, perfekt, Mann. Stead. Das war er wieder. Hat eine Waffe in der Hand gehabt. Ich musste schießen. Ja, klar. Alter, oh mein Gott, wir müssen es beeilen, Bro. Nimm irgendwas mit. Nee. Ich passe ein bisschen auf. Okay, ganz ruhig. Und dann musst du Wache halten und dann nehme ich Mist auf. Der
Gott, der Rage gleich, Mann. Alter, ja. Ey, oh mein Gott, die ganzen Waffen, alle haben Magazine, alles ist voll geladen. Ja, ja, ja. Soll ich so eine RPK mitnehmen oder was? Du, ich weiß nicht, was ist denn das Wertvollste? Ich habe keinen Plan bei, ey, ganz ehrlich, ich benutze die, glaube ich, auch selber gleich. Muss man eben kurz hier nach Muni gucken. Ich glaube, man kann nicht alle in die Hand nehmen. Kann man nicht so eine Storage-Box oder so mitnehmen? Oh mein Schuss? Gott, Digga. Ey, ich hab auch einen Teil mit, ich hab Trommelmeck drin, AK-15, Prototyp. Lass schnell verschwinden, oder? Sind schon geil, Mann. Wir haben gerade, ey, wir haben eine Base geradet hier noch, oder was? Oh, ich kann mir das einfach ins Inventar ziehen. Nimm so viel mit, wie du kannst, also ich kann leider nichts mehr tragen. Beziehungsweise er nimmt halt nichts mehr in die Hand, was da liegt. Ja. AK-15 Prototyp. Ja, ich auch, die habe ich auch. Ach guck mal, da passt so M4-Stuff drauf, ne? So ein ACOG. Da ist alles drauf, Digga. Wahrscheinlich, Digga. Wahrscheinlich, Digga, denn. Bro, wild, ich bin ein bisschen nervös. So, liebe Leute. Kleines Update, wir haben jetzt hier ordentlich gelootet. Ordentlich Stuff mitgehen lassen und ich würde sagen. 6 Waffen dabei, Bro, alle voll durchgeladen. Ja, ich konnte leider keine mehr nehmen. Ich müsste jetzt reloggen, Leute, aber das geht zu lange jetzt. Ja, der Server ist auch voll und da sitzt man wieder eine Viertelstunde in der Warteschleife oder so. Darum müssen wir jetzt auch dringend los. Okay. Und ich würde sagen, wir gehen auch dringend los, oder? Du brauchst auch was zu trinken. Wir müssen auch dringend los, genau. Oh shit. Das war also mal wieder eine. Oh ne, kommt man hier nicht mehr aus, oder was? Doch, geht. Ja. Da muss man mal ein bisschen tricksen. Aber wir können die Kisten bringen uns nicht viel. Oh, ey, spring doch nicht einfach so gerade hoch, Junge. Wie kommst du da hoch? Du musst dich hinlegen und dann durchkriechen. Jetzt geht's, oder? Jetzt geht's. Komm, Bro. Ja, bin draußen. Okay, dann Richtung da lang, nicht zum Brunnen. Ja, siehst du mich? Ich bin links von dir. Lass mal hier direkt ein bisschen Deckung im Wald suchen. Ja, wir haben große Wasserknappheit, kann man sagen. Ich habe mir jetzt gerade noch Äpfel und eine Spite gegönnt, Bro, natürlich. Grüße gehen raus an dich dafür. Gerne, mein Guter. Perfekt. Und in 500 Meter ist der nächste Brunnen irgendwo in der Pampa. Und da kann man wahrscheinlich sicher trinken, oder? Aber ich hoffe es. Hier auf diesem Server auch der abgecampt. Wie immer hier auch am Trader wird sich natürlich ganz Zeit die Ärsche bunt gehockt am Campen. Am Campen, wie zum Beispiel, ja. Nee. Aber es war mal wieder eine erfolgreiche Base Raid Round hier. Freut mich. Nicht Base Raid. Das war für mich. Obwohl, ja, gut, der eine Typ. War schon Base Raid. War schon, wir hatten schon einen kleinen Fight, kann man schon sagen. War schon Base Raid, ja. Ja, nice, ja, perfekt. Nice, ich würde sagen, achso. Wie nice Effekt. Ja, wie nicht. Achso, ich würde sagen. Ach so, ja, bis zum nächsten Mal natürlich. Genau, hier am Donnerstag, nämlich 19 Uhr geht's weiter, weil wir müssen hier mal einen kleinen, schon wieder dunkel. Kleinen Schnitt machen für heute. Dementsprechend, Jungs und Mädels, bis zum nächsten Mal, oder? Grad. Nice. So, liebe Leute, das war's für die heutige Folge DayZ 19 Uhr. Eine schöne bunte Mischung aus Action, Interaktion und am Ende noch ein schöner Base Raid. War richtig geil auf jeden Fall. Ich habe mich gefreut, hier diese Base ein bisschen auszurauben. Dementsprechend, Leute, würde ich sagen, bis Donnerstag, oder? 19 Uhr. Vergesst den Daumen nach oben nicht, ne? Ist wichtig. Ich sag euch, wie es ist, ne? Es ist einfach. Okay, egal. Haut rein, bis dann. Euch einen schönen Abend noch, euer Luzi. Und vielen Dank für den Support. Vielen, vielen Dank. Bis dann, tschö.